Hallo, ich sitze hier an meinem Plätzchen. Schaut mal, wie schön der Herbst hier im Engadin ist. Alles oben ist schon der Schnee, unten Indian Summer. Es ist wirklich mega schön, wenn es so warm noch ist. Ja, und Finger weg. Ich möchte kurz was erzählen zu dieser Irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung Programmierung. Das ist eine Programmierung, die eigentlich in allen von uns wohnt, weil sie eben im kollektiven Bewusstsein so extrem verankert ist. Was ist die Irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung Programmierung? Die entsteht eben in der Kindheit, wenn du von deinem Umfeld eben keinen Zuspruch bekommst, wenn du kein Lob bekommst, wenn du keine Unterstützung bekommst, wenn du mit einem Umfeld aufwächst, das eben nicht in der Lage ist, empathisch zu sein, das nicht in der Lage ist, selber stark genug ist, um dich zu stützen und zu führen als Kind, ein Umfeld, das einfach überfordert ist und das natürlich von seiner Aufzucht her, sage ich mal, auch diese Programmierung bekommen hat, irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung. Und es ist ein ganz automatischer Reflex, dass du als Kind suchst du natürlich Anerkennung, Liebe, Schutz, Sicherheit, weil du bist ja ein Kind, du bist ausgeliefert sozusagen deinem Umfeld. Und wenn du das halt in diesen Jahren nicht bekommst, dann fängst du an zu überlegen, was du machen könntest, damit du das bekommst, diese Liebe, diese Unterstützung, diese Anerkennung, die du dir sehr, sehr wünschst. Und dann fängst du halt an, dich im Kreis zu drehen und versuchst immer besser zu sein, versuchst irgendwo Dinge zu machen, für die du doch eigentlich grundsätzlich Lob kriegen solltest oder Anerkennung. Aber dein Umfeld ist einfach super beschäftigt, hat überhaupt keine Zeit für dich, weiß gar nicht, wie Anerkennung funktioniert. Und du hüpfst da im Kreis umeinander und versuchst einfach alles Mögliche, um dieses Gefühl zu kriegen, dass du in Ordnung bist, dass alles gut mit dir ist, dass du geliebt wirst, dass du unterstützt wirst, dass du am richtigen Platz bist und so weiter und so fort. Das ist ja dieses grundlegende, natürliche Bedürfnis, das man hat, einfach sich sicher zu fühlen, im Rudel anerkannt. Und wenn du das einfach als Kind, wenn du das nicht hast, und dich immer irgendwie ausgestoßen fühlst, weil du halt versuchst, zu einer Gruppe dazu zu gehören, die gar keine Gruppe ist, sondern selber ziemlich verzweifelt und alleine ist, trägst du dieses Gefühl, ich bin ausgestoßen, ich bin nicht in Ordnung, irgendwas ist nicht mit mir in Ordnung, durch die Welt und versuchst überall möglichst gut zu sein, versuchst perfekt zu sein, versuchst dich anzustrengen, hast aber immer das Gefühl, egal was du machst, irgendetwas ist nicht mit dir in Ordnung. Und so läufst du rum und hast einfach irgendwo immer diese leichte Verzweiflung in dir und dann versuchst du was, natürlich mit dem Gefühl, wenn du dann erwachsen bist, hast immer noch das Gefühl, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, versuchst irgendwas Neues, irgendwo dich zu beweisen oder irgendwas auf die Beine zu stellen, ein Projekt und dann funktioniert es nicht oder dann hast du Rückschläge, weil du natürlich mit dem Gefühl daran gehst, oh mein Gott, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich ist da alles in Ordnung, hoffentlich mache ich das richtig, weil du ja grundsätzlich davon ausgehst, irgendetwas ist mit mir nicht in Ordnung. Und wenn du mit dieser Überzeugung, mit dieser Ausstrahlung durchs Leben gehst, hast du überall irgendwelche Hindernisse. Du fühlst dich eben nicht dazugehörig, weil du dich nicht öffnen kannst, weil du Angst hast, irgendjemand könnte sehen, dass was mit dir nicht in Ordnung ist. Das machst du natürlich alles nicht bewusst, aber das ist einfach so ein Gefühl, dass du
du dich eben nicht öffnen kannst, dass du dich verschließt, dass du versuchst, korrekt zu sein, dass du versuchst, alles richtig zu machen, dass du versuchst, Fehler zu vermeiden, dass du Angst hast, Fehler zu machen, dass du nicht locker bist, dass du nicht frei bist, dass du nicht fröhlich bist, dass du dich immer so ein bisschen zurückziehst, und dass du sehr beobachtend bist, dass du versuchst einzuschätzen, was da außen passiert, damit ja niemand erkennt oder sieht, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Und so kommst du halt auch nicht wirklich weiter, weil du traust dich nicht zu zeigen, weil irgendwas ist nicht mit dir in Ordnung. Du traust dich nicht zu wachsen, groß zu werden, erfolgreich zu werden. All diesen Sachen, die du dir so gerne wünschst, steht diese Überzeugung im Weg, irgendetwas ist nicht mit mir in Ordnung, hoffentlich sieht es keiner. Und dabei ist es nur eine verdammte Lüge, weil mit dir ist alles komplett in Ordnung. 100% in Ordnung, alle Facetten sind in Ordnung, alle deine Vorlieben, alle deine Abneigungen sind in Ordnung. Es ist egal, es ist total okay, was du magst und was du nicht magst. Es ist total okay, für was du dich engagierst und für was du dich nicht engagieren möchtest. Es ist total okay, wie du dich präsentierst. Es ist total okay, wie du dich zeigst. Alles ist super cool und okay, das ist die Wahrheit. Aber diese Wahrheit, die ist verdeckt unter diesem Mäntelchen, das dir einfach das Leben sozusagen gezeigt und bewiesen hat, dass mit dir was nicht in Ordnung ist. Aber das Leben hat dir das nur gezeigt und bewiesen, weil du mit diesem Gefühl ins Leben gestartet bist, das du halt als kleines Kind für dich so zurechtgelegt bekommen hast und halt dein Unterbewusstes das für sich angenommen hat. Ja, wenn ich hier nicht hinpasse, ist was nicht mit mir in Ordnung. Wenn ich da immer Schimpfe kriege, ist mit mir was nicht in Ordnung. Wenn ich so und so reagiere, handle und ich kriege keine Anerkennung, ist mit mir was nicht in Ordnung. Und das ist so eine verflixte Programmierung, die jeder für sich auf den Tisch bringen mag, jeder für sich an die Oberfläche bringen mag und anschauen darf und sagen kann, was für ein Bullshit, was für ein Blödsinn glaube ich denn hier, der mich davon abhält, erfolgreich zu sein in meinem Leben, mein Leben zu genießen, meine Freiheit zu genießen, zu entscheiden, was ich möchte, zu entscheiden, was ich für ein Leben haben darf, zu entscheiden, dass ich Schöpfer bin. Weil wenn ich glaube, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, dann traue ich mich nicht mal zu entscheiden, dass ich Schöpfer meiner Realität bin. Wenn ich glaube, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, traue ich mir gar nicht zu entscheiden, dass es okay ist, das zu wollen, was ich wirklich will für mich und für mein Leben. Ich bleibe immer klein, ich bleibe immer Bittsteller, ich verkrieche mich immer, ich verstecke mich immer, ich suche immer meine Fehler und mache zu und niemand darf mich sehen, niemand darf meine Schönheit sehen, niemand darf meine Grandiosität sehen, weil hinter dem, was ich gut und schön mache und wie großartig bin, kann ja doch dann jemand diesen Teil sehen, der ja nicht in Ordnung ist an mir. Aber diesen Teil gibt's gar nicht. Das ist ein total eingebildeter Teil, das ist ein totales Phantom, das von irgendwelchen Bewertungen oder von Menschen gemacht worden ist, von dir übernommen worden ist. Und das trägst du mit dir rum, diese Überzeugung, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Und ich möchte dich hier anregen, da mal hinzuschauen und dieses Bullshit aufzuklären. Und dich immer wieder zu fragen, wieso sollte irgendwas nicht in Ordnung sein? Wieso sollte nicht in Ordnung sein, dass ich das will? Wieso sollte das nicht in Ordnung sein, dass ich diese Sachen nicht mag für mich? Warum ist es nicht in Ordnung, was ich entscheide für mein Leben? Warum habe ich immer so Zweifel? Warum hinterfrage ich mich die ganze Zeit? Warum lege ich jede Reaktion, jedes Quäntchen von außen auf die Goldwaage? Warum versuche ich in den Köpfen und den Gedanken anderer rumzupulen und rauszufinden, was die denken, meinen und finden und was ihre Einstellung ist und ihre Einstellung generell oder über mich? Warum interessiert mich das überhaupt? Warum verschwende ich Zeit damit? Warum bremse ich mich die ganze Zeit aus, indem ich mich immer wieder hinterfrage? Warum erlaube ich mir nicht einfach, komplett tomato in Ordnung zu sein? Rauszufinden, was ich wirklich will und für diese Träume und Ziele, für diesen Lebensstil, für diese Einstellung, für
für mich zu gehen. Warum erlaube ich mir das nicht? Wegen dieser Bullshit-Story, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Legt es ab. Gebt es auf. Es ist eine Lüge. Mit euch war schon immer alles in Ordnung. Es ist keiner von uns hier, der nicht in Ordnung so ist, wie er ist. Es sind alles nur Bewertungen von Vorgaben oder von Regeln oder gesellschaftlichen Paradigmen. Aber warum sollen die stimmen? Hack das ab. Sei in Ordnung. Und wenn du in Ordnung bist, kannst du dich auch total selber lieben, weil es gibt keinen Grund, dich nicht lieben zu sollen, weil du komplett tomato in Ordnung bist. Das ist ja nochmal das Schlimme. Das stoppt uns davon, uns einfach bedingungslos vollkommen selbst zu lieben, selbst zu unterstützen, selbst zu führen, selbst zu coachen, selbst zu trösten, selbst für uns da zu sein. Weil wir denken, irgendwas ist nicht mit uns in Ordnung, es sollte doch irgendwie anders sein und vielleicht wäre es besser, wenn wir so und so wären und so denken würden und. Wisst wirklich, wie es läuft. Verstehst? Durchleuchtest, beleuchtest und gibst auf. Du bist komplett tomato in Ordnung. Immer und immer schon gewesen und du wirst es immer sein. Egal was passiert und wenn dir das Leben anderes gezeigt hat, dann war es nur, weil du mit dieser Überzeugung durchs Leben gelaufen bist. Wenn du jetzt mit der Überzeugung, deine neue Überzeugung, wie komplett in Ordnung du bist, wie alles wunderbar so ist, wie es ist, alles okay ist an dir, mit dir, deine Vergangenheit ist okay, mit allem kommst du ins Okay-Sein, dann ist es weg. Und dann ziehst du andere Sachen an. Dann ziehst du ein geiles Leben an. Dann ziehst du Erfolg an. Dann ziehst du die Menschen an, für die das Leben auch in Ordnung ist, die nicht im Drama und in der Beurteilung leben müssen. Dann gehst du vorwärts deinem Traum entgegen und unterwegs triffst du Menschen, die das Leben und die Welt genauso sehen wie du. Und das ist es wirklich wert, einfach diesen Scheiß abzulegen und zu sagen, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Alles ist mit dir in Ordnung, schon immer gewesen. Vergiss es nicht, lebe danach. Und alle anderen Überzeugungen sind Lügen gewesen, haben nichts mit dir zu tun, müssen auch in Zukunft nichts mit dir zu tun haben. Einen wunderschönen Herbsttag wünsche ich euch und bis dann. Adios, bye bye.